Also gut, Joel, sagt mir, wie habt ihr es geschafft, euren Vater zu töten? Ich habe den alten Narren aufgefordert, seine Fähigkeiten als Jahr unter Beweis zu stellen. Ich habe ihm gesagt, ein echter Anführer wäre in der Lage, die Würmer in der Höhle zu besiegen. Hätte er es nicht versucht, hätte er den Respekt seines Stammes verloren. Erzählt weiter. Er wusste nicht, dass ich einen Pakt mit den Würmern geschlossen hatte. Ich habe ihnen Opfer versprochen, wenn sie eine Niederlage vortäuschten und den alten Narren angriffen, wenn er ihnen den Rücken zukehrte. Sie waren einverstanden. Was für Würmer, Jorre? Seht doch selbst nach. Nehmt von hier aus den Pfad. Nehmt von hier aus den linken Pfad. Ihr habt von Opfern gesprochen. Erzählt mir was über diese Opfer. Sklaven. Ich gebe den Würmern jeden Tag einen davon. Davon gibt es jede Menge und ich kann ihnen immer neue beschaffen. Die Sklaven müssen befreit werden. Die Sklaven befreien niemals. Wer seid ihr wirklich? Wenn ihr der Wert, für den ihr euch ausgebt, würdet ihr niemals so etwas verlangen. Sterbt nah. Ja, geil. Ihr habt euch Jorel zu erkennen gegeben. Wie wunderbar. Unser Paladin hat von Jorel Frostbart verlangt, die gefangenen geheimen Sklaven freizulassen. Natürlich wurde Jorel misstrauisch auf unserer wahren Identität und griff uns an. Wen wundert's? Ja, das ist toll. So sei es. Jawohl! Brauchst du mich? Was ist los? Ich werde tun, was ich kann. Okay. Ups. Dein Befehl? Können wir mal Böses entdecken machen? Okay. Jorel ist auf jeden Fall böse. Das heißt, wir können ihn mit Böses niederstrecken erwischen. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja. Ja. Okay, der Winterwolf ist uns gleich böse. Bitte, mich hat es. Sag, was du von mir willst. Bereit zu neuen Taten. Ich kann aber trotzdem mal versuchen, ihn auf beide Seite zu ziehen. Das hätte ich von Anfang an machen sollen. Soll geschehen. Wow. Ja, gut. Dein Befehl? Spür meine Sterne, Schützen! Ja, vorwärts! Erstmal mich wieder heilen. Das ist deine Aufgabe. Vita Mortis. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Zweihändige Äxte. Was hatte Jorel selber? Also erstens konnten wir so sehr viele Erfahrungspunkte abstauben. Auch für sie hier. Sie ist dann auch bald dran. Stufenerhöhung. Ein Fertigkeitspunkt. Machen wir ruhig Kurzschwerter. Dann wieder wie immer 5 Punkte. So. Wie kann ich? Es soll geschehen. Oh, das Kettenhemd sieht aber auch schön aus. Zweihändige Axt. Questgegenstände. Achso, ja, Questgegenstände. Komm hier rein, gell? Catnip können wir nicht identifizieren. Jorels Axt. Die Waffe ist mehrfach magisch verbessert. Diese Axt wurde als von Jorel Frostbart, dem Anführer der Frostriesen, benutzt. Konstitution plus 1, Geschicklichkeit minus 1. Yeah.
kann Hagrim aber nicht so toll benutzen. Oh, ein Flegel, der Feuerschaden macht. Dann nimm du den mal. Plus ein Stärke auch noch machst du. Hä? Ach nee, plus ein Stärke Schaden. Nee. Ich bin verwirrt. Ja. Kettenhemd des Todes. Rüstungsklasse 3, Gewicht 32. Bringt aber keinem wahrscheinlich so wirklich was. Nein. Und kann es von dir nicht getragen werden. Gut, es ist zwar sehr leicht, aber es bringt niemandem was. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Gewiss. Also ja, es ist echt schön, wie Benoir hier die Sache ganz speziell gemacht hat. Mögen die Götter mich schützen! Ja? Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Sofort! Ich höre, so soll es geschehen. So, Edelsteine einsacken. Weil alles, was wir zu Geld machen können, ja, machen wir gewiss. Zu Geld. Ah ja, auch 8000 Erfahrungspunkte durch die Frostriesen. Das war der Winterwolf. Und 9000 durch Yorick. Ja, da haben wir den Teil der Höhle schon mal. Hier gibt es noch eine Höhle, wo ein Lager war. Und hier oben geht es auch noch weiter. Ich würde aber hier am ehesten schlafen mal wieder. Sag, was du von mir willst. Oh! Oh! Vorwärts, zum Sieg! Wie kann ich helfen? Dein Befehl. Einverstanden. Was? Ist das alles? Und es ist lustig, wie im Schatten verstecken schwieriger ist. Wenn man es höher steigert irgendwie. Also ja, hier sind ein paar Schneetrolle. Und ein paar Yetis. Und hier ist das Lager von Kontik. Mal kurz gucken, haben wir den Eintrag im Tagebuch? Oder... Nee, das war nur von den Drow-Söldnern. Wir hatten also Kontik nicht in Erwähnung und da geht's weiter. Gletscher-Yetis, Yeti-Häuptling. Ja? Also legen wir das Ding wieder sag, an. Was du von in Ordnung. Und gehen einmal oben rum. Müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Mögen die Götter mich schützen!
Wie kann ich helfen? So, das waren die einzigen zwei Trolle, die noch hier waren. Also sag ich erstmal das hier ein. Dein Befehl weiter! So, dann boxen wir uns jetzt erstmal mit Yetis. Kann ich helfen? Ja. Eine Schande, dass wir gewalttätig müssen. Vorwärts! Kann ich helfen? So, da du... Wird erledigt. Woran? Ich tu's. Also erstmal sagst du Edelsteinchen ein, dann gehst du und sagst den Yeti-Pelz ein. Er ist zwar nicht viel mehr viel wert beim Schmied, aber... Das bisschen zählt dann doch auch irgendwie. Sag, was du von mir willst. Oh ja, ganz ehrlich, ich kann eigentlich gerade den Wolfs- und den Yeti-Pelz in den immer vollen Beutel packen. Ganz ehrlich, ich kann jeden Scheiß in den immer vollen Beutel packen. Dein Befehl? Einverstanden. Das Deck da drin nämlich eher ein bisschen und der nimmervolle Beutel. Ich weiß nicht, ich glaube, der jetzt hält 100 oder so Items. Ja, weiter. Also das dauert eine Weile, bis wir den voll haben. So, Perle an dich. Stufenaufstieg. Rüstungswürfe reduziert. Vierter und fünfter Priesterzauber. Oh, wir kommen in die Kategorie, wo es jetzt nur noch zwei Trefferpunkte gibt. Aber ETW um 2 reduziert. Gut. Ja. Nebenbei Zauber. Hat der Morgenstern Zauber gegeben oder was hat Zauber gegeben? Oder war das die Rüstung? Die hier, unheilvoller Panzer. Nein. Warum hat sie da noch einen extra Zauber hier? Egal. Wenn es nicht der Flegel war. Und... Ah doch. Priesterzauber ersten Grades. 2 Stück. Ja gut. Aber ich denke mal, mit einmal weniger Segen können wir leben. Oder wir streichen einfach die Rüstung des Glaubens aus. Ah, hier können wir einen weiteren. Hier würde ich fast... noch ein drittes, viertes Mal mittelschwere Wunden heilen reinnehmen. Hier noch ein Gebet. Ja. Hier auf jeden Fall noch eine Verteidigung. Und nochmal Wunden heilen. Und hier... kritische Wunden heilen. Was macht der Schild des Latandras? Dieser Zauber verleiht einem Ziel während der Wirkungsdauer des Zaubers Immunität gegen Schaden. Ja, nehmen wir den mal. So, 6 haben wir noch nichts. Bei dir geht's eh nur bis 5 bis jetzt. Ja. Worum handelt es sich? Sag was vorwärts! Gut, dann gucken wir mal in die Nachbarhöhle. Ich höre... Mit Vergnügen. Nichts direkt hier. Oh, Frostriesen. Sklaven. Mhm.
Diese riesigen Wirbel sind zur Hälfte unter einer Decke aus Schnee und Eis begraben. Die Konturen sind nur undeutlich erkennbar. Ja, und hier ist der Rest des Drachen. Also, wenn man sich so ansieht, geht der Drache einmal hier durch den Raum.